Willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate Dark Alliance. Wir letzten Part haben wir den Windpfad durchquert und sind im Sonnenuntergangsgebirge angekommen, wo die Zwerge rumlaufen. Wir haben auch schon ein bisschen gehandelt mit dem Buenosch und ich habe mir noch den Ring der Stärke plus 14 gekauft. Und wir haben immer noch genug Geld, dass das einfach nur krank ist. Okay, jetzt reden wir mal mit dem hier. Wer seid ihr? Los, antwortet schon. Oder mein Hammer wird hier die Fragen stellen. Ich komme aus Baldur's Tor. Ich bin hierher gekommen, um den Aufruhr in dieser Gegend auf den Grund zu gehen. Hm, ja, gut. Ihr seht nicht gerade wie einer von den Dunkelelfen hier aus. Mein Name ist Torgir. Torgir von Brengors Clan. Ihr seid zu einer schlechten Zeit gekommen. Ich weiß nicht, ob Torgir das gemerkt hat, aber wir sind ein Dunkelelf. Wir sind Dritz Urdon. Klasse Dunkelelf. Egal. Was ist hier vorgefallen? Dieses Lager ist alles, was von unserem Clan noch übrig ist. Ein Trupp Dunkelelfen ist in die Minen eingedrungen und hat uns zurückgetrieben. Meine Vettern fielen ihren vergifteten klingenden Scharen zum Opfer. Sie wussten, wo und wann sie zuschlagen mussten. Wir waren dazu gezwungen, alle Tunnel, die nach draußen führen, bis auf einen zum Einsturz zu bringen und hier zur Oberfläche zurückzufallen. Jetzt sind nur noch wenige von uns übrig. Verschwindet am besten so rasch wie möglich von hier. Die Minen sind geschlossen. Ihr könnt hier nichts mehr erreichen. Ach, mal gucken. Ich bin hierher gekommen, um die Quelle des Übels zu finden, das Baldur's Tor heimgesucht hat. Vielleicht stehen der Überfall der Dunkelelfen und die Probleme in Baldur's Tor miteinander in Verbindung. Das glaube ich aber eher weniger. Ich will euch nicht um Hilfe bitten, Reisender. Aber wenn ihr uns dabei helfen wollt, diese schattenhaften Dämonen wieder in die Tiefen der Erde hinabzustoßen, dann ist uns jede zusätzliche Klinge willkommen. Ich werde euch helfen. Wie kann ich in die Minen gelangen? Das ist unser zweites Problem. Unser Anführer Kolgrim hat den Schlüssel mitgenommen, als er und drei seiner Männer zum brennenden Auge hinaufgeklettert sind. Der Gipfel, den ihr dort in einiger Entfernung seht. Warum haben sie das Lager verlassen? Sie wollen das Signalfeuer entzünden und so unsere Brüder in Ostheim alarmieren. Jetzt sind sie schon seit anderthalb Tagen weg und das Signalfeuer brennt noch immer nicht. Ich fürchte, sie sind unterwegs in einen Hinterhalt geraten. Ohne das Signalfeuer wird uns keine Hilfe aus den nahegelegenen Ansiedlungen erreichen. Und ohne den Schlüssel können wir die Minen nicht betreten, um sie von den Drow zurückzuerobern. Kann man die Tore zur Mine mit Gewalt aufbrechen? Der Eingang zu den Minen wurde mittels unseres Schlüssels von Dumathoin versiegelt. Es handelt sich dabei keineswegs um einen gewöhnlichen Schlüssel. Wenn man mit ihm das Tor berührt, verwandeln sich die Fugen und Scharniere in massiven Fels. Im Moment könnte man das Tor nicht einmal mit einer Ramme aufbekommen. Einerseits können wir die Minen nicht betreten, aber andererseits sind die Drow auch in den Minen gefangen. Zumindest im Moment noch. Okay, dann werde ich aufbrechen und Kolgrim und seine Männer suchen. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, dass er mir einen Schlüssel zu den Minen benutzen lässt. Ich wünsche euch viel Glück und mögen Klangeddins zwei Äxte all eure Feinde niederstrecken. Lebt wohl, Torgir. Das will ich jetzt sehen, wir sind noch ein Dunkelelf. Ja, dunkelelfischer Waldläufer. Wir sind ein Dunkelelf. Hast du noch irgendwas zu sagen? Schön, euch wiederzusehen. Ich habe die Zettel gesagt. Ich hatte schon befürchtet, euch hätte das gleiche Schicksal ereilt wie Kolgrim und seine Männer. 15, okay. Bringt ihr Neuigkeiten? Nein. Wir sind ein Dunkelelf, falls er das nicht bemerkt hat. Ein bisschen mysteriös. Muss man zugeben. Wir spielen einen Dunkelelf und dass er das nicht merkt. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Nee. Na gut. Hier sind auch die ganzen Zwerge. Für Strahl, die Zwerge sind ja immer die Minenleute. Schon ein bisschen traurig. Das ist weder die Zeit noch der Ort dafür. Und dafür, dass Zwerge große Kämpfer sind, dürfte man das eigentlich nicht erwarten. Okay. Der brennende Auge. Dann gehen wir mal hoch. Ich glaube, wir sollten hier in den Abschnitt noch ein Level Up bekommen können. Oh, feines Hundi. Feines Hundi. Feines Hundi. Fein. Boah. Asoziales Hundi.
feines Hundi. Ah, böses Hundi. Böses Hundi. So nicht sehr nett. Das macht man nicht. Oh ne, zwei Hundis. Hau drauf. Alter. Hau drauf. Wah, 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 wah. Böses Hundi. Nicht liebes Hundi. Bösartiges Hund. Geh weg, Hund. Böser Wolf. Komm her. Come on, Bitch. Come on. Oh, getroffen. Komm her. Ich mag keine Wölfe. Ich mag Hunde und Katzen. Katze mag ich lieber. Sie bellen keinem gleich vom Roller runter. Ah. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah. Ha! Oh, tja, das haben wir überlebt. Ich will jetzt keine Tränke verschwenden. Das gebe ich zu. Dazu habe ich die nächsten Mumm. Deswegen pullen wir sie. Einzeln. Oh, der spielt im Wasser. Oh, ist das süß. Oh, der spielt im Wasser. Ist das nicht süß? Habt ihr das gesehen? Der hat gerade im Wasser rumgespielt. Und das nicht süß ist. Ah. Und jetzt ist er zu Wasser geworden. Es hat im Wasser gespielt und jetzt ist es zu welches geworden. Man isst, was man spielt. Das ist ganz weit. Hi. Oh, der spielt auch im Wasser. Ah, nein, nein, nein. Ist das so? So. Ich verfüge über. Und noch einer, komm, komm. Sei brav. Feines Hundi. Ja, fein bisse. Ja, fein Masse. Sieh mal, was der Onkel Dritz für dich hat. Wir fangen das Schwert. Wir fangen das Schwert. Oh. Stell dich tot. Stell dich tot. Braver Hund. Komm her. Komm. Ja, der fein. Ja, fein machst du das. Ja, ganz feiner bist du. Stell dich tot. Nee. Sitz. 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 Platz. Braver Hund. Ja, ganz feiner. Dann machst du ganz fein. Ja, so einen Hund hätte ich gerne. Wenn man sagt, stell dich tot, dann ist er tot. Sitz, dann sitzt er auch und bewegt sich nie wieder vom Fleck. Ah, das sind zwei Hunde. Einer nach dem anderen. Ich bin sicher, der eine hat mich gewittert, ja. Fein, machst du. Ja, ganz feiner. Nicht so eingefroren, mein Freund. Tisch. Der schien mir ein bisschen erstarrt zu sein. Oh ne, da ist ja noch einer. Ja, Samurai! So. Ah. Und Speicherpunkt. Hundi. Hundi. Zwei Hunde sogar. Hundi. Hund. Komm her, sei brav, sei brav. Komm her! Hau drauf! Ah. Und jetzt habe ich dich. Ja, ganz nettes Hundilein. Ein ganz braver. Ein ganz, ganz lieber Hund. Okay. Oh ne, noch mehr Hundi. Hundi. Ich verstehe über keine magische Energie mehr. Doch, 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 du verfügst du. Hundi! Ich glaube, der kommt da nicht durch. Hundi, aua! Hundi, sei brav! Pfui, au! Aus. Hundi hat mich gebissen. Dafür werde ich jetzt töten. Der hat mich gebissen. Böser Hund. Der hat mich gebissen. Ich wollte doch nur mit ihm spielen. Ja, fein, ja, feiner. Ein ganz fein. Ja, 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 wer ist denn der Liebe? Ja, wer ist denn? Ja, 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 ja. Oh, ja. Ich schaue mir manchmal selber nicht zu. Da bin ich euch gegenüber ehrlich. Manchmal höre ich mir selbst nicht zu.
Aber wenn ich ab und zu mal Blödsinn rede, dann meint das nur aus euren Wegen. Aus Liebe. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ah. Ja, ein ganz feiner. Ich verfüge über keine magische. Tja. Okay. Das müsste es gewesen sein, oder? Noch ein Hundi? Noch ein Hundi zum Spielen? Ne, sieht nicht so aus. Ah, da oben war schon wieder was. Ich habe gerade ein Bein gesehen. Sind das wieder unsere Kojotenfreunde? Da mag ich die Hundis lieber. Diese süßen Hundis. Es ist mir lieber als so ein Kojote. Oder ein Jaguar. Ich mag euch nicht. Ihr seid mir viel zu humanisch. Ich habe viel zu sehr eine humanische Art, euch zu bewegen. Und im Allgemeinen seid ihr viel zu menschlich. Tja, weil sie so gekloppt kämpfen. Wow. Wahnsinn. Hier ist ja schon wieder dieses Türkensymbol. Die Türkenflagge. Ja, also die erinnert mich ein bisschen an die Türkei, diese Flagge. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt gerade die türkische Flagge aussieht. Ich meine, sie hatte auch so einen gelben Sichelmund und ist die Farbe rot. Ich meine, das wäre die türkische Flagge. Deswegen erinnert mich diese Flagge hier immer an die Türken. Ah. Also kämpfen wir gegen Türken. Oder täusche ich mich da? Aua. Ey. Ich trete dir auch nicht in den Arsch. Ich schlage dir nur in die Eier. Das ist ein totaler Unterschied. Man tritt niemanden in die Arsch. Man zerpiekst die Leute nur in die Eier. Das ist ein totaler Unterschied. Kojote, komm her. So, ein bisschen drehen und zuschlagen. Und zuschlagen, ja. Was hast du fallen gelassen? Regen des Schutzes plus 2. Und da sind nochmal 2. So, einmal drehen, einmal zu. Oh, 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 oh. Und eine Lederrüstung. Okay. Hier ist wieder so ein halbnackter. Und jetzt ist er ganz kaputt. Die könnt ihr jetzt sehen, das sind türkische Zelte. Ein Schwert. Ein Streithammer. Okay. Wir haben. Wir können jetzt 330 Gegenstände rumtragen. Ja, das hat sich doch gelohnt. Dafür haben sich die Extrapfunde gelohnt. Oder warte mal. Ah, ey, seht euch das mal an. Der Ring der Stärke erhöht nicht nur den Schaden, es erholt auch das Gewicht. Wie geil ist das denn? Ist ja Wahnsinn. Das ist ja abgefahren. Ey, das... Den Ring der Stärke werde ich behalten. Das ist ja abgefahren, ne? Wer hätte das gedacht? Das ist wirklich... Ah! Pfui! Aus! Böser! Böser Kojote! Dann brauche ich gerade nicht... Brauche ich nicht diese Aufwertung mit den... Wow, wow, wow! Ja, aber treibst du nicht, Junge? Ja, ich vergessen, was ich sagen wollte, aber egal. Ich meine, hier müsste es irgendwo einen Speicherpunkt geben. Und die... Da die auf den eisigen Gebirge leben, bezweifle ich, dass Otilukus Frostfähre hier helfen wird. Komm her. Da war doch noch ein dritter. Emmy, tun sie mir ein bisschen leid. Ich meine, wie viel Blut ich den rausschlage und wie viel Fleisch ich den da weghaue. Emmy ist ja schon ein bisschen brutal, was ich tue. Zwar nicht so brutal wie Kratos, aber in irgendeinem Punkt ist er schon brutal, was ich ja mache mit den armen Hunden. Immerhin schlage ich ihnen Fleisch, ganze Fleischbrocken und so viel Blut raus. Das ist schon eine abartige, sadistische Art zu töten. Hundi, sei brav.
braves Hundi. Ja, fein, Master Dad. Ein ganz feiner. Ja, wer ist ein liebes Hundi? Du bist das. Und noch ein Hundi. Komm, komm. Wir spielen. Oh, das ist noch ein Hundi. Hundi! Oh, nee, okay. Der Zauber kannst du hier total vergessen. Oh, das funktioniert nicht. Ah. Ja. Okay. Abstoßen kannst du bei Wölfen vergessen. Und die Lucas Frostfähre kannst du hier oben auch vergessen. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben, wenn das ja die irgendwie so richtig viel Schaden macht. Oh nee, nicht schon wieder so ein Gorilla. Oder beziehungsweise ist das jetzt kein Gorilla, sondern ein Yeti. Ja. Böser Yeti. Böse. Pfui, aus. Blöder Yeti. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Yeti, komm. Wehe, du schmeißt Felsbrocken. Dann schieß ich dich tot. Und dann zerhäcksle dich. So, braver Yeti. Ja, bist du ganz braver. Komm her. Come on. Ja, sei brav. Nein, das ist nicht nett. Komm her. Du dummer Yeti, komm her. Oh, ich will weg. Lauf. Lauf. Okay. Ich bin der frostet, nicht du. Das bringt gar nichts bei dem. Also sind die wirklich immun gegen Frost. Ja, ziemlich fies mit Dritz. Also hier können wir Zauber vergessen. Naja. Nächsten Part kriegen wir auf jeden Fall Level Up. Das kann ich schon sehen. Wenn wir Glück haben, vielleicht noch in dem Part, aber das glaube ich eher nicht. Yeti. Nee. Oh, der könnte vielleicht helfen. Willst du das ernsthaft die ganze Zeit machen? Ich will nicht näher ran. Seht mal, wie viele da sind. Da sind, glaube ich, ganze 5 Stück von denen. Die kann ich unmöglich alle bekämpfen auf einmal. Einer nach dem... Oh Gott! Oh, der Gott! Bravo, Yeti! Junge, Junge, Junge! Die haben es aber ganz schön in sich. Das sind Gegner. Keine schönen Gegner. Wir haben mal ganz schön viele Tiere getötet. Ich würde gerne interessieren, wie Kolrem hier an dem ganzen Gesocks hier vorbeigekommen ist. An den ganzen Türken-Tiere. Und an den Wölfen und Yetis. Wie ist der Kolrem mit seinen Männern hier durchgekommen? Das würde mich ein bisschen interessieren. Geschafft. Nein. Pfui. Jetzt habe ich dich. Vergiss, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich dich nicht. Komm, hau drauf. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Hau drauf. Oh. Nein. Ganz schlechter Moment. Halte durch, Dritz. Tau wieder auf. Wahnsinn. Ey, wie viele Yetis ich hier erschlagen habe. Junge, Junge, Junge. Oh, ist das, oh, ist das, oh, dieser Blutfleck hier ist ganz ekelhaft. Riesig eklig. Boah. Die Yetis haben sich ganz schön in sich. Aber
wie auch immer. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ein Like und einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Baldur's Gate Dark Alliance. Ade.